Mit dem DJ habe ich eigentlich schon einige Jahre ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir treffen uns ja manchmal auch bei Kongressen, FIFA, Vorbereitung, WM, Nachbereitung, WM. Ich hatte Frankreich schon 2014, als sie gegen uns im Viertelfinale verloren haben, als einen sehr, sehr starken Gegner auf Augenhöhe gesehen, die damals schon eigentlich einen sehr, sehr guten Fußball gespielt haben. Und der Didier war auch nach diesem Ausscheiden bei der WM 2014 in Brasilien ein sehr fairer Verlierer, ein sehr respektvoller Verlierer. Und ich verfolge seine Arbeit seit einigen Jahren. In Frankreich sind die Erwartungen auch immer sehr, sehr hoch. Und bei jedem Ausscheiden steht man als Trainer natürlich dann auch in der Kritik. Aber er hat eigentlich kontinuierlich seinen Weg gemacht. Er hat irgendwie klare Vorstellungen. Er hat der Mannschaft auch ein anderes Gesicht gegeben. Er hat eine etwas andere Spielweise eben auch bei dieser Mannschaft eingeführt seit einigen Jahren. Und der Erfolg, der spricht eigentlich für sich. Ich meine, okay, es war schon auch eine große Enttäuschung im EM-Finale zu Hause in Paris zu verlieren. Aber damals war die Mannschaft eigentlich schon reif für den Titel, dass es jetzt geschafft haben, das gönne ich ihm von ganzem Herzen, weil er einfach auch ein großer Spieler war, immer ein fairer Sportsmann, ein fairer Trainer. Und wir beide haben schon auch ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr enges Verhältnis und tauschen uns gelegentlich auch aus und freuen uns immer, wenn wir uns sehen.